Wir waren neulich auf dem Fuchshof bei Dingelsdorf. Eigentlich wollten wir Erdbeeren selber pflücken, haben dann das Feld aber irgendwie verpasst, sind dann auf dem Fuchshof direkt gelandet und haben uns dort ein bisschen umgesehen. Immerhin gibt es da einen eigenen Hofladen mit Erdbeeren im Moment. Erdbeeren haben gerade Hochsaison. Außerdem ist da eine Backstube, eine Brennerei, eine Besenwirtschaft, ein Café, eine Terrasse und ein Spielplatz integriert. Man kann hier Pflanzen kaufen, schon gepflückte Erdbeeren, zu denen kommen wir später nochmal. Das Ganze hier funktioniert auf Selbstbedienungsbasis, das heißt, man schmeißt Geld in die Kasse und nimmt sich was mit. Erdbeeren, Erdbeeren rot und frisch kommen heute auf den Tisch. Erdbeeren, Erdbeeren rot und rund kommen heute in jeden Mund. Das hier ist der Hofladen. Holz kann man kaufen. Das Ganze hier ist ein Familienbetrieb, Familie Fuchs eben. Es gibt eine Besenwirtschaft, da werden regelmäßig Dünnele-Essen veranstaltet. Die Fuchshofstube ist das mutmaßlich. Dann gibt es einen großen Außenbereich mit Kaffee und Kuchen, auch in Selbstbedienung, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt hier so kleine Zweierabteile auf Palettenbasis. Das finde ich sehr nett, das hat mir gut gefallen. Außerdem gibt es einen Spielplatz, ein Trampolin, eine Rutsche, einen kleinen Streichelzoo für die Kinder. Den sehen wir gleich noch. Und Schaukeln. Der Streichelzoo ist eher übersichtlich. Hier sind hauptsächlich Ziegen anzutreffen. Eine Alpaka haben wir noch gesichtet. Und außerdem treiben sich noch ein, zwei Schafe umher. Die sehen wir gleich auch noch. Also von allem ein bisschen was. Die Kinder können hier sozusagen ihren Spaß haben, während die Eltern Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Hier noch allerlei Zeug angebaut. Ich weiß gar nicht,
ob das noch zum Fuchshof dazugehört oder nicht. Ich weiß auch nicht genau, was hier angebaut wird. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Teilweise Blumen, glaube ich. Teilweise auch Obst. Könnte das hier links Wein sein, eventuell. Das könnten Äpfel sein. Bin mir da wirklich, wirklich nicht sicher. Dann genießen wir gleich noch den Ausblick, den man hier über den See hat. Wunderschön. Aufs Erdbeerpflücken haben wir dann jedenfalls verzichtet, einfach weil die hier wunderschön aussahen und so viel billiger ist das, glaube ich, auch nicht. Es gibt außerdem noch Apfelchips und das waren die besten Erdbeeren, die ich jemals gegessen habe, ungelogen. Zucker, süß, es wird wirklich kein Zucker benötigt. Wir haben das mit so einem Früchtetraum von Ehrmann dann, glaube ich, zu Hause angemacht. Das war wirklich toll. Ja, und dann machen wir noch einen kurzen Ausflug ins Oberdorf. Bei Dingelsdorf. Interessante Häuser stehen hier. Interessante kleine Kirche. Insgesamt war das zugegebenermaßen kein allzu spektakulärer Ausflug heute. Ich dachte mir, ich teile das trotzdem mal mit euch. Passt gut in diese Serie. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Video. Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Gerne könnt ihr auch die Glocke drücken. Dann bekommt ihr immer mit, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Hier auf dem Spielplatz hängt ein Schild: Liebe Eltern, jedes unbeaufsichtigte Kind erhält von uns 1 Liter Cola, eine Kugel Eis und einen Hundewelpen geschenkt. Das hat mir gut gefallen. Hier nochmal die Kirche von der Seite. Und dann bin ich auch wieder raus. Hier könnt ihr jetzt noch einigen Leuten beim Erdbeerenpflücken zusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.